Navi! Hallo! Hopfer! Hopfer! Homsei! Hexe! Lumpe! Appel! Hühner! Kralle! So, lieber Thomas, der ist jetzt am Rathausplatz ganz laut schalle. Wenn da wäre Putze, Teufel, Hopfer, Hexe, Lumpe und alle anderen Narre. Die Kinderschüler und auch die von der Schule sind im Lockdown alleweil nur daheim und frei. Das war schon bevor wir losgelegt haben mit der Narrenwein. Seit Lichtmess eigentlich kennt jeder Mann oder Frau bei Tagen danach die Maske auf. Bis Aschermittwochmorgen beim Wecken täteten wir Narrenstelle auf den Kopf aus und Flecken. Für die Junge und Alte, selbst für die Oma und Bäs, geht's nicht schöner wie die Kirmener Phase im Häs. An der Phase, da hätten wir nachher natürlich die Sage. Doch das Jahr mit Corona ist alles anders und wir können es einfach nicht wagen. Mit Präsenzmaske halten wir uns das Jahr zurück und haben dafür virtuell unseren Spaß. Da halten wir nachher jetzt auch zusammen, darauf ist immer noch Verlass. Trotz allem, seit über 500 Jahren ist es Pflicht. Vielleicht tust du noch gesehen, kriegt die Ortsobrigkeit für ihre Bürger die sogenannte Fasnetzhenne. Jedoch, das eine muss ich dir daheim noch sagen. Es ist nicht nur Corona, auch die Vogelgrippe hat zugeschlagen. Wenn die Vogelgrippe rumgeht, kriegst du kein Lebensherle in dem Jahr. Ein frohen Ersatz geht's. Wir schauen mal, das ist jetzt wahr. Dankeschön, der Corona-geplagte Narrenschar, für die Frauen her in diesem Jahr. Die Neckerstraße ist jetzt auch nach langer Sperrung ganz neu. Auch neue Lampen wurden installiert, schön hell und fein. Aber beim Pendelaufhängen am Rädlesbrunnen haben sie geflucht. Weil sie die Lampe, die Pendelhalterung hingesucht. Der Elektriker hat gesagt, er kann mit den Halterungen nicht handeln und die neue Lampe schon wieder verschandeln. Der Brückenwohnungsbau schreitet voran. Die B28 kommt auch bald runter durch und dran. Straßenrückbau. Der Landesstraße L73 kommt dann. Die Ortsvorfahrtsstraße steht als nächstes an. Ein Vorschlag an ihn, was man daraus machen soll, dann in aller Eile für uns alle eine verkehrsberuhigte Fasnetz-Narrenmeile. Verkehrsberuhigung muss sein, doch muss es gleich eine Narrenmeile sein. Auf so eine Narrenmeile ist doch wieder laut und ein Geschrei. Da stimmen die Einwohner nicht mit ein. Der Festplatz soll kleiner werden, aber mit allem Pipapo. Darüber wären wir Kirbinger natürlich sehr froh, dass man mit besten Getränken und feinsten Speisen festen kann. Vielleicht kommt der neue Schlachthof ja etwas vor davon dran. Oh, der Festplatz, der macht mir große Sorgen. Jeder Nutzer hat da ganz andere Sorgen. Was die Bühne, das Klo und die Ausstattung betrifft, da ist noch lang kein End in Sicht. Ein neues Baugebiet braucht es in Kirbingen dringender denn je, damit die junge Leute da bleiben und nicht fortziehen. Oje, oje. Da schaffen wir dran. Auch oje. Wir wünschen alle eine glückselige Phase. Auch wenn auch daheim und bleiben gesund. Leider können wir nicht in den Vereinsraum gehen zum Feiern und zum Fröhlich sein. Und ausgerechnet dieses Jahr hätte ich auch einen Must ganz, ganz fein. Aber ich heb den auf bis nächstes Jahr, das schwöre ich euch, weil das ist wahr. Navi! Naro! Navi! Naro! Navi! Naro!